Ja, Leute, es geht in diesem Video um Krypto, speziell um Bitcoin, es geht um BlackRock und es geht darum, dass ich dem Braten nicht ganz traue. Und damit werde ich wahrscheinlich schon ganz, ganz vielen wieder hier vors Bein treten, aber das möchte ich gar nicht. Ich möchte einfach mit euch meine Gedanken hier teilen. Und wenn dir das Ganze gefällt, dann freue ich mich natürlich sehr, dass, wenn du hier ein Video zum ersten Mal auf dem Kanal siehst, dass du nach dem Video dann vielleicht ein treuer Follower wirst oder mir die Freundschaft kündigst, weil du sagst, der Typ, der redet nur Schluss. Heute geht es um den größten Vermögens- und Finanzverwalter weltweit. BlackRock wird wahrscheinlich allen von uns ein großer Begriff sein. Und es geht um die Zukunft von Bitcoin bzw. Kryptowährungen, die meiner Meinung nach in den letzten Monaten bzw. anderthalb Jahren eine sehr, sehr krasse Wendung genommen hat. Wer mich schon ein bisschen kennt, weiß, dass ich schon relativ lange an der Börse bin, schon über 10 Jahre und gute wie auch schlechte Erfahrungen gemacht habe und dass ich einfach in der Welt ein bisschen misstrauisch geworden bin. Das heißt jetzt nicht, dass ich allen Leuten per se misstraue, sehr negativ bin und glaube, die ganze Welt ist gegen uns und mich in Verschwörungstheorien irgendwie bade. Das bedeutet aber, dass ich sehr, sehr viele Dinge kritisch hinterfrage, weil sie einfach, wenn du sie in der realen Welt siehst, wie sich die Welt entwickelt, siehst du einfach, da gibt es Unstimmigkeiten. Und vor allem auch in dieser großen, eingreifende Veränderung 2020, 2021, da haben wir so viel Willkür und so viel Fehlinterpretation, so viel Fehlinformation, so viel falsche Meinung und so viel falschen Rat ausgesprochen bekommen, dass zu diesem Zeitpunkt ich gesagt habe, das kann nicht sein, dass das einfach nur menschliches Versagen ist bei so viel Willkür und bei so vielen Dingen, die einfach wirklich schief laufen, wobei du zwei Menschen fragen kannst und zwei Menschen sagen, Leute, das ist doch kompletter Humbug, was hier abgeht. Und dann sind hier auch die RKI-Files veröffentlicht worden, dann sind die Sachen veröffentlicht worden und die wurden alle unter den Teppich gekehrt, sodass wir jetzt nicht nur Richtung Gesundheit unterwegs sind, sondern ich halt sage, in der ganzen Welt, meiner Ansicht nach, existieren ganz viele Unstimmigkeiten, die du mit unserem hiesigen Verständnis nicht erklären kannst. Dazu zählen zum Beispiel auch geopolitische Spannungen, wie wir sie gerade haben. Die sind nicht 1:1 so durch die mediale Präsenz, wie wir sie wahrnehmen, sind sie so überliefert, indem sie einfach Informationen journalistisch korrekt übermitteln, sondern das Ganze ist geframed. Das heißt, das Ganze ist so formuliert, dass du ein bestimmtes Ding glauben sollst, ein bestimmtes Narrativ glauben sollst und vor allem die größten Medienagenturen der Welt gehören quasi den reichsten Menschen der Welt. Bedeutet natürlich auch, es ist so ein bisschen wie, naja, wenn zwei Leute Eiscreme verkaufen, dann wird der eine sicherlich Studien rausbringen, die seine Eiscreme deutlich attraktiver und deutlich gesünder machen als die vom Konkurrenten, weil es eben das Geschäft belebt. Und mit diesen Techniken glaube ich persönlich auch, dass im Kryptomarkt bzw. generell in der Finanzwelt sehr stark gearbeitet wird. Ja? Und Sinn und Zweck des Videos, falls ich dich nicht schon verloren habe damit, ist letztendlich einfach Fragen weiterzugeben, die du für dich hoffentlich beantworten kannst oder solltest. Und wenn du das kannst mit einem besten Wissen und Gehwissen, dann ist deine Meinung gefestigt. Und wenn diese Fragen dich vielleicht zum Nachdenken anregen, dann habe ich meinen Job erfüllt. Das heißt, lass uns gerne diese Wette eingehen und ich freue mich sehr, wenn uns das gelingt. Also, worüber möchte ich sprechen? Wir haben ja in den letzten anderthalb Jahren eine sehr, sehr starke Veränderung im Kryptomarkt erlebt. Vor allem für Bitcoin, der, ich sag mal so, 2008, 2009, als Satoshi Nakamoto, nehmen wir jetzt einfach mal diese anonyme Person, wobei ich gleich dazu komme, weil ich glaube, dass es keine anonyme Person ist, aber sagen wir mal, diese Person hat Bitcoin erfunden. Und die Idee, dass Bitcoin erfunden wurde, war ja eigentlich gegen das System. Und wenn etwas gegen das System erschaffen werden sollte, ja, wo keine Banken drin hängen, wo es nur Peer-to-Peer ist, also von Mensch zu Mensch bzw. von System zu System und das Ganze dezentral ist, dann war die große Idee ja eigentlich, dass alles, was irgendwas mit Entity, also irgendwas mit Staat oder irgendwas mit Kontrolle zu tun hat, dass das außen vor bleibt. Und in den letzten anderthalb Jahren sind eben entsprechend diese ETF, diese Exchange Traded Funds auf die Welt gekommen, vor allem von großen Finanzverwaltern, Grayscale, BlackRock und, die maßgeblich in der ganzen Geschichte Staat und in der ganzen Geschichte Kontrolle und Finanzen und Finanzzirkulation weltweit sehr, 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 sehr viel Einfluss haben. Und meiner Ansicht nach, meinem Verständnis nach, sollte es doch die Idee sein, diese Spieler außen vor zu halten. Weil die sind nicht gut und Banken sind generell nicht gut, deswegen wir wollen die ganzen außen vor lassen. Und trotzdem wurden diese ETFs veröffentlicht und von ganz vielen Menschen, vor allem auch von Krypto-Befürwortern, sehr, sehr dankend angenommen. Ja, und das ist Dominik, hallo?
machst du nichts. Kurze Unterbrechung, aber das waren ja im Prinzip diese Institutionen, die außen vorgehalten werden sollten. Und die sind jetzt drin. Und das wurde entsprechend sehr, sehr wohlwollend von der gesamten Krypto-Community, die sehr, sehr bullisch gestimmt waren, angenommen, weil damit natürlich gesagt wurde, okay, der Staat bzw. diese finanziellen Institutionen, die geben sich geschlagen, sie können halt nichts dagegen tun und it's too big to fail und du kannst halt nichts dagegen machen, also musst du ihnen quasi beitreten. Ja? Wenn du es nicht besiegen kannst, dann tritt selber bei und partizipiere doch ebenfalls davon. Der Gedanke, den verstehe ich voll und ganz, dass dadurch natürlich vor allem auch Bitcoin sehr, sehr stark massenadaptiv gemacht wird, dass immer mehr Menschen, die eigentlich wenig Zugang zu Krypto haben, die sich nicht bei einer Exchange anmelden wollten, die nicht irgendwas mit Wallet zu tun haben wollten, weil es für einige Menschen, vor allem für die Generation, die nicht damit aufwächst, wahrscheinlich einfach noch deutlich komplizierter ist, sodass man jetzt sagen kann, bei seinem Finanzverwalter oder Vermögensverwalter, wo man viel Kohle hat, komm, pack mal einen Teil von meiner Kohle in diesen Bitcoin-ETF. Ja, soweit so gut. Ich verstehe, dass dieser Finanzzufluss oder dieser Mittelzufluss für ein begrenztes Angebot natürlich sehr, sehr positive und sehr, sehr bullische Auswirkungen für eine Preisentwicklung hat. Das verstehe ich komplett. Aber da frage ist meine erste Frage schon, ob man sich nicht quasi mit dem Gedanken, der ursprünglich hinter Bitcoin steckte, da so ein bisschen untreu ist, weil eigentlich wollte man doch diese Jungs und Mädels außen vor halten. Jetzt ist Bitcoin ein dezentrales System, das heißt, man kann sich nicht aussuchen, wer investiert und wer nicht. Letztendlich dadurch, dass es nicht zentral geregelt ist, ist das Ganze ja auch im Prinzip kein Problem, wenn wir halt sagen, gut, soweit, wenn jemand investieren möchte, egal wie viel, egal wer es ist, ist im Prinzip gut für die Adaption. Das verstehe ich auch soweit. Jetzt ist Bitcoin ja vor allem auch durch seinen Energieaufwand nicht unbedingt das beste Zahlungsmittel. Also ja, ich verstehe auch, dass dieser Energieaufwand, der dafür notwendig ist, dass es nicht super riesig ist, beziehungsweise dass es natürlich auch in Wärmeenergie genutzt werden kann. Vor allem ich bin ebenfalls der Meinung, dass dieser ganze Klimaschwindel da sowieso ein bisschen der Ideologie hinterher rennt, weil ich glaube, sowas wie Tesla, sowas wie Pyramiden oder sowas wie ein Torus existiert tatsächlich. Das heißt, eigentlich haben wir unendlich Energie. Von daher wäre quasi dieses Totschlagargument, ja, kostet zu viel Energie, für mich persönlich sowieso nicht gültig. Aber in der hiesigen physischen Welt, in der wir gerade sind, laufen wir der Ideologie hinterher, Strom sparen und. Das heißt, Bitcoin sollte vielleicht eher als Wertspeicher dienen und nicht als Zahlungsmittel. Und dann hast du Layer 1, Layer 2, dann hast du das Lightning Network, wo vielleicht mit Satoshis gezahlt werden kann. Und das Ganze ist dann ein bisschen stromeffizienter. Das verstehe ich auch soweit. Das heißt, das macht für mich in dem Sinn irgendwo Sinn zu sagen, wir kommen daher, dass je mehr Geld reinfließt für ein begrenztes Gut, desto höher der Preis, vollkommen in Ordnung. Das relativiert für mich aber vor allem so die erste Funktion der, des Nutzens eigentlich große Entitäten draußen zu halten. Jetzt kann man halt sagen, ja gut, der positive Teil ist ja nicht, dass da keine Bank investieren darf. Der positive Teil ist ja, dass keine Bank involviert ist in diesen Geschichten. Und eine Sache habe ich persönlich festgestellt in meinen Nachforschungen. Egal, ob es um das Thema Ernährung, ob es um das Thema Agrarwirtschaft, ob es um das Thema Gesundheit, das Thema Finanzen geht. Wann immer BlackRock im Spiel ist oder wann immer große Market Maker und Finanzverwalter im Spiel sind, desto tückischer wird die Geschichte. Wir kennen beispielsweise auch die typischen Aktiensplits, wir kennen diese typischen Analysen quasi oder diese ganzen Aktienempfehlungen, die ausgesprochen werden. Und du kannst dir gerne mal die Mühe machen, ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, sich auf diese Analystenziele einzulassen. Und eine spannende Sache, die habe ich bemerkt. Und zwar die Aktien, die am höchsten stehen. Moment, vielleicht kann ich das mal eben bei Canva rauswerfen, dann kamen wir dann in Whiteboard zu. Die Aktien, die am höchsten stehen, sind die, die die bullischsten Prognosen bekommen. Ja, und ich verstehe, auch da, ja, Geld wandert rein, alles ist cool und dann wird es halt einfach positiv, weil halt auch die Einschätzung sehr, sehr positiv wird, weil halt jetzt auch die Anerkennung in die Aktie, das Geld sehr, sehr positiv ist. Aber wenn eine Aktie sehr hoch steht und dann eine Kaufempfehlung kommt, warum kommt die nicht schon auf dem Weg nach oben oder irgendwo hier unten? Dann das Gleiche passiert ist, wenn zum Beispiel auch wie jetzt aktuelle Autohersteller, wenn die Aktien sehr stark am Boden liegen, werden die Horrormeldungen hier unten immer größer und immer weiter werden die Kursziele gesenkt. Warum passiert das? Das Ganze macht Sinn, wenn wir verstehen, an der Börse geht es ums Geld verdienen und Geld wird nicht neu geschaffen und nicht neu gedruckt, das heißt, es wird umverteilt und Börsen oder Analysenhäuser, Finanzinstitutionen machen ihr Geld halt entsprechend, indem sie bessere Positionen aufbauen, beziehungsweise indem sie Dinge verkaufen oder Anteile verkaufen an Menschen, die zu hoch kaufen und
Institutionen, die entsprechend günstig Assets kaufen, wenn jemand anderes verkauft. Das heißt also, diese riesen Analysenhäuser oder Analystenhäuser, diese riesen Ratingagenturen und, die wollen ja auch ihr täglich Brot verdienen. Vor allem auch riesen Market Maker, Liquidity Provider, Citadel, Deutsche Bank und. Die sitzen alle auf riesen Anteilen, Milliarden, hunderte Milliarden von Dollar, die quasi in Anteilen von Aktien in der ganzen Welt verteilt sind. Und wenn die hier oben die Aktien sehr, sehr lange gehalten haben, nämlich von dem Punkt, wo gesagt wird, nee, das ist nichts, so wie zum Beispiel bei VW, so wie bei BMW, so wie bei, von mir aus jetzt Ubisoft, bei Tesla, bei PayPal, alle wurden schon totgesagt. Und wenn quasi hier unten die Aktie stark gefallen ist und jetzt dann auch noch schlechte Analysten oder Aussagen kommen oder schlechte Analysen und Empfehlungen dazu, dann werden die natürlich jetzt von dem leichten Geld, von dem Dump Money, von dem dummen Geld abverkauft, weil die gesagt werden, ja gut, dann rette ich noch die letzten 500 Euro, die da drin stecken. Was natürlich die Möglichkeit gibt, sehr, sehr günstig jetzt zu kaufen, und zwar für Institutionen und Banken, die das Ganze besser wissen und die das Ganze kontrollieren und manipulieren, sodass sie dann, wenn der Markt nach oben springt und hier oben ein Hoch erreicht hat, wobei dann die positivsten Analysen kommen, Aussagen kommen und, oh, jetzt Kursprognose erhöht und. Das Gleiche ist bei Nvidia passiert, das Gleiche ist bei MSCI passiert, das Ganze passiert bei ganz, ganz vielen Aktien, wenn die an All-Time-High sind, dann werden die Analysen so grün und so groß und, sodass hier oben Leute denken, scheiße, jetzt kriege ich FOMO, die Fear of Missing Out, ich muss da oben einsteigen, ich will ja auch noch dabei sein, weil jetzt ist ja alles cool, jetzt sind die Analysen sogar auch noch richtig bullish, das heißt, jetzt wird es ja erst recht nach oben gehen, dann kommt das dumme Geld rein und an das dumme Geld werden die Aktien abverkauft und du kaufst oder das dumme Geld, jetzt nicht du, aber das dumme Geld kauft am All-Time-High und Institutionen, Banken lachen sich ins Fäustchen und verkaufen das Ganze. Ähnlich war das auch bei Bitcoin. Als Bitcoin bei den 70.000 oder bei 74.000 stand, oder 73.500, ja, das aktuelle All-Time-High, auch da sind die Analysen so bullish geworden wie noch nie. Katie Woods, Larry Fink, wer nicht alles sich dazu geäußert hat, dass Bitcoin super geil, super stark ist und jetzt möglicherweise auch auf 200.000 gehen kann oder halt ein Angebotsschock kommen kann, dass jetzt die riesen Pensionskassen aus Atlanta und reinströmen, dass quasi so viel Geld reinstürmt bei einem begrenzten Angebot, dass der Preis auf die 500.000 Dollar imminent ist. Also gar nicht mehr, es geht gar nicht mehr anders. Die Kursprognosen, die waren so bullish. Warum waren sie nicht so bullish, als Bitcoin bei 21.000 war oder sogar unter 20.000 gefallen ist? Warum waren da die Analysen nicht so bullish? Ja, und das einfach mal nur, um zu verstehen, was aus dem Narrativ passiert. Einfach mal zu verstehen, wie Finanzwirtschaft durch Medien funktioniert. Warum wurde nicht diese große Hoffnung, diese großen bullischen Kursziele dann genannt, als das Ganze bei 21.000 stand? Glaub mir, Analysen oder Analystenhäuser, warum sage ich immer Analysen, Analystenhäuser oder halt auch große Finanzverwalter, vor allem BlackRock und Co., die sind nicht so blöd, dass sie bei einem 3,5-fachen Preis wie da denken, okay, jetzt ist ein guter Preis, jetzt steigen wir ein. Die sind ein bisschen smarter. Die haben das Spiel ein bisschen länger gespielt und sind ein bisschen ausgefuchster als du und ich. Das heißt also, wenn die hier unten sagen, okay, Bitcoin wird jetzt auf Null gehen und alles ist katastrophal, führt das dazu, dass die letzten Panikseller nochmal reingehen, damit sie günstig kaufen können. Und wenn das Ganze bei 74.000 circa steht, dann werden die bullischsten Prognosen geliefert, um da oben abzuverkaufen. Weil BlackRock durch diesen ETF macht nicht Gewinn unbedingt an generell Bitcoin, also diese riesen Bitcoin-Holdings, die quasi bei BlackRock vorliegen, schauen wir uns gleich an. Damit macht BlackRock ja kein Geld, das ist ja kein eigener Bitcoin. Das ist ein für ihre Kundinnen und Kunden aufbewahrter Bitcoin, aber die verdienen an den Gebühren. Das heißt also, je mehr Transaktionen durchgeführt werden, je mehr der Markt durchgeschüttelt wird, desto besser ist es natürlich für diese riesigen Beträge an Transaktionsgebühren, die da durchgeführt werden. Kann sein, dass BlackRock selber auch einige Bitcoin besitzt und das auch schon früher oder später gemacht hat, vielleicht in einem geheimen Plan, um danach das Ganze dann zu annoncieren und zu sagen, jetzt Krypto wird spannend und so weiter und so fort. Aber wirft das nicht ein komisches Bild, weil das kannst du sehr, sehr gut nachvollziehen. Wenn du wirklich siehst, immer wenn Bitcoin und der Kryptomarkt sehr, sehr stark am Boden war, dann waren die Aussagen und die Einschätzung immer super negativ und immer wenn es super hoch war, war es immer super positiv. Darauf musst du mal achten. Und für mich persönlich ist es auch sehr, sehr spannend, dieses Phänomen Satoshi Nakamoto, ja, die als Person eigentlich gilt, die dieses
dieses Finanzsystem ausdribbeln wollte, was ja im Jahr 2008 bzw. 2009 so erstmals veröffentlicht wurde. Das ist auch spannend, weil diese eigentliche Kryptografie-Geschichte, also diese eigentlichen Hash-Funktionen und diese Verschlüsselung und Peer-to-Peer-System, dass die eigentlich, oder Proof of Work, viel früher eigentlich schon genutzt wurden, und zwar schon vor den 2000er Jahren. Ich glaube, die ersten Untersuchungen gehen so weit, dass 1993 sogar die ersten kryptografischen Transaktionen aufgeführt wurden. Und trotzdem gilt die Geburtsstunde eigentlich mit der Veröffentlichung des White Papers von einem sogenannten Satoshi Nakamoto. Und was ich ebenfalls spannend finde, und das kann natürlich wirklich ein Zufall sein, ist dieser SHA-256 Hash-Algorithmus, mit dem quasi Bitcoin die Transaktionen verschlüsselt sind. Dazu haben wir hier auch ein kleines Video auf diesem Kanal gemacht. Dieser Verschlüsselungskodex, der wurde quasi für Bitcoin verwendet und wurde zu diesem Zeitpunkt auch von der NSA ergründet. Und da kannst du sagen, ja, das ist alte Kamelle und. Es ist aber ein sehr, sehr spannender Zusammenhang. Das Ganze ist ja nicht einfach willkürlich passiert, während die Wirtschaft sehr, sehr stark im Aufbruch war, wo alles gut war, wo sich die Welt keine Sorgen machen musste und. Das Ganze ist passiert, als die neuen Märkte kamen, als die Märkte 2008, 2009 mit diesem riesen Kollaps zusammengebrochen sind. Und seitdem gilt auch erst dieser neue Markt, den wir gerade haben, als eine Art Bullenmarkt, den wir sehen, der jetzt seit über 15 Jahren anhält, so zumindest theoretisch, immer wieder mit den größeren Korrekturen, aber das hier werden die neuen Märkte genannt. Und zu dem gleichen Zeitpunkt, wo quasi neue Assets wieder neuen Zufluss erhalten haben, kam dann auch die Geschichte mit Bitcoin und dem White Paper. Fand ich auch einen sehr, sehr spannenden Zusammenhang, den es einfach mal gilt, weiter zu beobachten. Und die Frage der Fragen ist, wir sprechen ja immer über BlackRock, aber wie ist BlackRock überhaupt so stark geworden? Wie ist BlackRock überhaupt so zentral geworden? Warum ist das der größte Finanzverwalter mit riesen Abstand weltweit? Man könnte sagen, ja, die Jungs und Mädels, die haben halt einfach gut getradet. Aber auch da wäre so ein typisches Marktverhältnis, so ein typisches Konkurrenzverhalten eigentlich beobachtet. Da wird sehen, in den meisten Fällen auch zum Beispiel in der NBA, beim Formel 1, oder auch bei den Finanzverwaltern, wenn es um die Performance von Hedgefonds geht, das ist immer ein Auf und Ab. Keine Firma oder kein Fonds ist dauerhaft auf Platz 1 und lässt die anderen ganz, ganz, ganz weit abgeschlagen. Nur in der Finanzwelt, wenn es um die Finanzverwaltung gilt, da ist das so. Da ist BlackRock ganz weit vorne und alle anderen sind weit abgeschlagen. Und wie ist das gekommen? Und das ist ein sehr, sehr spannender Fakt, weil 2008, 2009 zu dieser großen Pleite der Staat bzw. die Federal Reserve BlackRock dazu aufgerufen hat, zum Great Bailout, also zum großen Auslöse zu helfen. Und das kannst du sehr, sehr schön auch googeln, indem du hier siehst, dass die Federal Reserve, also die Zentralbank der USA, hat um BlackRocks Hilfe gebeten im Jahr 2008, um quasi den Wiederaufbau dieser ganzen Geschichten zu unterstützen. Ja, vor allem der ganzen Finanzinstitutionen. Und das war der Part, wo BlackRock ganz viel Geld zu ganz vielen Banken gegeben hat, die jetzt nicht bedeuten, dass BlackRock einfach ein Samariter ist, sondern damit hat sich BlackRock sehr große Anteile von regionalen Banken oder auch internationalen Banken geholt. Was bedeutet, BlackRock hat seitdem überall seine Finger im Spiel. Und das ist spannend, weil zu diesem Zeitpunkt der Crash kam und glaub mir, oder du musst mir nicht glauben, um Gottes Willen, aber mach selbst deine Nachforschung, Crash sind immer nur für dich und mich schlecht. Oder für die arbeitende Bevölkerung. Crash sind immer gut für Asset Holder oder immer gut für die, die aktiv an Crashs partizipieren. Es gibt sehr viele Menschen, die vor allem 2020, 2021 so viel reicher geworden sind, obwohl der Großteil der Wirtschaft weltweit zusammengebrochen ist. Das heißt, von den typischen 90% der normalen Bevölkerung sind 60-70% quasi innerhalb kurzer Zeit einfach komplett evaporiert worden. Wir haben gesehen, es kam dieser riesen Crash, dann wurde das Geld auf einmal super günstig, die Inflation ist hochgespiked, das heißt, unser Vermögen wurde teilweise halbiert. Aber glaub mir, es gibt ein paar Prozent, oder schau es gerne selber nach, die Top 5 oder Top 10%, die haben einen Riesensprung gemacht, wie es schon seit Jahrzehnten nicht mehr möglich war. Und das Gleiche findest du auch, wenn du dich über die Finanzkrise 2008, 2009 informierst. Es gab einige sehr, sehr große Gewinner, die durch diesen Crash
nochmal deutlich ihre Machtposition ausgebaut haben und die, die so im Mittelfeld schwammen, deutlich weiter abgerutscht haben lassen. Und hier sehen wir BlackRock Big Fund Seen Winning US Bailout Job vom 7. Oktober 2008. Wir sehen, dass hier Large US Asset Managers with strong fixed income records such as BlackRock, PIMCO and Trust Company of the West are seen as favored to oversee the US government 7 million financial rescue fund. Das heißt also, zu dem Punkt wurde ein Riesenfinanzverwalter, oder hier sind es drei Riesenfinanzverwalter, verwendet, um den ganzen Staat und die ganze Federal Reserve quasi aus der Misere zu holen. Das könnte sein, dass man mal einen Kollegen fragt und sagt, kannst du mir ein bisschen Geld leihen? Oder es war vielleicht Teil eines Plans, oder es waren einfach Dynamiken, die diese Welt dazu geführt haben, dass gesagt wurde, bitte, bitte, großer Finanzverwalter, hilf uns aus dieser Krise rauszukommen. Und die werden sicherlich nicht auf den Kopf gefallen sein und sagen, hier, ihr kriegt das Geld und zeigt mir das mal irgendwann zurück, wenn ihr es könnt. Sondern die werden sicherlich ihre Fäden im Spiel haben und sagen, pass auf, dafür werden wir das und das und das bekommen oder das und das und das kontrollieren. Ja, und teilweise ist es hier noch nicht mal eine richtig starke, große Übersicht, aber wir sehen hier BlackRock Companies vom 13.8. Das heißt, die Anteile, die haben sich vielleicht in den letzten zwei Monaten noch mal ein bisschen minimal geändert, aber wir sehen in den größten Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Meta, Alphabet, Eli Lilly, das ist der Insulinhersteller, Tesla, United Health Group, JP Morgan Chase, iShares, ExxonMobil, Visa, Mastercard, you name it. In all diesen haben sie einen Anteil. Und das sind wir jetzt hier so, ja, 0,42% ist ja nicht viel. Schau dir mal an, wie viel quasi andere Finanzverwalter, wie groß ihre Anteile sind. Da haben wir noch zum Beispiel Vanguard, teilweise halt auch Citadel als großen Liquidity Provider. Schau dir einfach mal an und dann wirst du feststellen, dass diese prozentualen Angaben vom Gesamtvolumen des Unternehmens schon einen ziemlich interessanten und spannenden Fakt darstellen, wie viel Geld da wirklich drin ist. Und vor allem sehen wir, die ganzen Firmen, die hier stehen, sind auch die Firmen, die sehr, 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 sehr stark in den letzten Wochen, Monaten und Jahren prosperieren waren, also sehr, sehr stark an Wohlstand zugelegt haben. Und hier sehen wir entsprechend auch dann die jüngste Entwicklung, dass BlackRock in 4 von den 5 größten Bitcoin-Minern investiert hat. Und für mich die Frage ist jetzt halt, warum macht BlackRock das? Wer sich ein bisschen mehr mit BlackRock auseinandersetzen möchte, kann sich ein paar kritischeren Videos widmen. Hier zum Beispiel BlackRock, the most evil business in the world. Wer steckt wirklich hinter BlackRock? BlackRock next plan will shock the world. The most powerful company owns the world. Ja, where money goes, power flows, kann man in dem Fall auch sagen. Wer Geld hat oder wer Geld besitzt, der regiert die Welt. Und das muss jeder verstehen, dass ich verstehe, dass es ein Punkt ist, wo man halt sagt, Geld fließt in Bitcoin, alles ist cool, aber hier sehen wir auch, dass zu den Top 5 Bitcoin-Investoren Mai 2028, da war BlackRock noch auf Platz 4. Jetzt müsste BlackRock nahezu auf Platz 3, wenn nicht sogar auf Platz 2 sein. Das heißt, BlackRock verwaltet bald sehr wahrscheinlich mehr als 20% aller im Umlauf befindlichen Bitcoin-Bestände. Wenn du 20%, wenn du ein Fünftel von einem Asset in einem Marktbesitz, hast du die Möglichkeit, den Preis zu manipulieren. Punkt aus Ende. Ja, du kannst natürlich sagen, ja, aber bringt doch nichts, wenn die so viel haben, weil die können ja nicht Bitcoin aktiv besitzen. Nein, aber sie können dadurch den Preis manipulieren. Und alle Leute, die durch diesen ETF investieren, werden durch die Transaktionsgebühren BlackRock so viel Geld einbringen. Und BlackRock ist natürlich auch nicht dumm. Das heißt, ja, wir können vielleicht Bitcoin zu einem gewissen Grad nicht mehr steuern oder nicht mehr unterkriegen. Das heißt, wir werden davon partizipieren. Aber überleg mal, oder vielleicht nach dem Video, wenn du dich noch mehr mit BlackRock beschäftigst, BlackRock hat für uns als handelsübliche Menschen noch nie was wirklich Gutes gemacht. Ja, die ganze Entwicklung mit unseren gesellschaftlichen Krankheiten, mit unserer Ernährung, mit unseren genmanipulierten Organismen. BlackRock war nie so, dass wir von du und ich sagen können, boah, es war richtig geil, dass BlackRock da investiert hat. Ja, das ist ein sehr wahrscheinlich einfach ein großer Teil dessen, dass wir mittlerweile so krank sind, dass wir mittlerweile halt auch so emotional, psychisch sehr, sehr angreifbar sind, dass wir sehr, sehr krank abhängig sind von ganz vielen Dingen. Ich bin der Meinung, dass große Geldgeber, die in viele Bereiche sehr viel Geld investieren und dir dann auch noch die Lösung verkaufen, dass die ein finanzielles Interesse dahinter haben. Jemand, der dich krebskrank macht oder sagen wir erstmal diabeteskrank macht und dir die Diabetesspritzen, also die Insulinspritzen verkauft, der wird sicherlich ein gewisses Interesse haben, dass du weiterhin Diabetes hast. Macht das Sinn? Ich glaube schon. In meiner Logik macht das Sinn. Das heißt also, wenn jetzt hier quasi immer und immer mehr Bitcoin-Bestände aufgenommen werden, klar, die können jetzt nicht
Bitcoin für die Kunden einfach mal verkaufen. Aber wenn der Bitcoin-Preis sehr stark steigt oder sehr stark fällt, sind das die Ersten, die an den Transaktionsgebühren verdienen. Punkt 2, BlackRock selber ist ja ebenfalls eine Finanzinstitution, die sich entweder sehr, sehr positiv oder sehr, sehr negativ ausspricht für bestimmte Dinge. Und jetzt sehen wir zum Beispiel auch, wenn wir jetzt einfach mal sehen, hier sehen wir BlackRock, iBit, iShares, Bitcoin Trust, Bitcoin Holdings, da sehen wir Bitcoin besitzt 366.488 Bitcoin, gemessen am 1. Oktober 2024. Das ist eine verdammte fucking Menge, wie viel BlackRock hier besitzt. Fast so viel wie die ganzen anderen ETFs zusammen. Ja, und wir können ja einfach jetzt mal zum Beispiel sagen, Larry Fink, der war ja eine ganze Zeit sehr, sehr stark gegen Bitcoin. Und wenn wir uns das jetzt mal anschauen, was er sagt, dann sehen wir, dass Larry Fink sehr, sehr stark bullish auf einmal ist. Ja, dann sagt Larry Fink, dass utopische Preisziele, sowas wie 2 Millionen, 3 Millionen Dollar, ist ein Major Believer in Bitcoin. Ist hier, Bitcoin ist a financial, alleged financial instrument und. Plötzlich Larry Fink, der einflussreichste Mensch der Welt, sagt dir, Bitcoin hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Leute, ihr müsst verstehen, wenn BlackRock sowas sagt, wenn ein BlackRock-Besitzer, dem große Teile dieser Welt gehören, der die Welt neu aufgebaut hat, der von jedem einzelnen Ding, was hier passiert, profitiert. Wenn der sagt, Bitcoin wird ein großes Ding sein, erinnert euch daran, worüber wir hier gesprochen haben. Warum wird das jetzt gesagt, wo Bitcoin nah an den All-Time-Highs ist? Warum war Larry Fink kein Big Believer, als Bitcoin bei 20k war? Das ist die Frage, die ich dir stelle, das ist die Frage, die ich uns stelle. Und das ist, wo für mich die Logik dessen, institutionelles Geld fließt rein, das ist super für Bitcoin und wir sehen, was da passiert, wir sehen die Vergangenheit, wir sehen die Statistik und wir sehen, wenn wir nicht die Augen zumachen, was BlackRock mit dieser Welt macht und welche Einflüsse es hat, wie können wir diesen Fakt dann halt einfach dismissen, wie können wir ihn halt einfach rausschneiden. Das macht für mich persönlich keinen Sinn. Ja? Und wann immer quasi ich darüber nachdenke, dann denke ich mir auch, ja gut, vielleicht wird es halt für den Preis keine Auswirkung haben. Da muss ich halt sagen, der Zweck dessen, dass man quasi so seine eigenen, dass man diese großen Institutionen raushält, der ist dadurch, dass 20% aller Bitcoin bald in BlackRocks Hände sind, ein bisschen relativiert, weil dadurch halt der Markt maßgeblich durch Kauf und Verkauf beeinflusst werden kann. Und wer sagt, das funktioniert nicht, sollte einfach mal schauen, was Market Maker wie Citadel, wie die Deutsche Bank, wie BlackRock, was die mit Aktien machen können, mit Manipulation oder auch mit dem Goldpreis machen können und. Und da steckt noch ein bisschen mehr Holz hinter als hinter Bitcoin. Wir sind ja hier bei 1 Trillion, also einer Billiarde ist es, glaube ich, ne? Oder eine Billion, genau, eine Billion US-Dollar. Da ist noch ein bisschen Platz zu Gold und Co. Und wenn du siehst, was bestimmte Geldmengen schon einem Goldmarkt auswirken können, dann wirst du sicher sein können, dass Bitcoin ebenfalls unter diesen Manipulationen sehr, sehr stark leiden wird, in Anführungsstrichen. Für mich ist das Ganze eine sehr, sehr große Fragestellung und ich wollte das mal in die Welt geben. Ich wollte dir das mal mitgeben und halt sagen, entweder bist du sehr, sehr pro dafür oder du bist halt auch ein bisschen skeptisch oder du hältst dich da komplett raus. Vielleicht sagst du, ich verstehe das nicht, deswegen will ich damit gar nichts zu tun haben und. Manchmal ist es sehr, sehr schwer vorstellbar oder sehr schwer greifbar, was diese Kryptowelt alles mit sich bringt. Ich will nicht per se sagen, dass es keinen Sinn macht, sich damit zu beschäftigen oder nicht darin zu investieren. Aber was ich sehr, sehr spannend finde, ist halt einfach, dass die ETF-Geschichten und die bullischen Prognosen, die haben wir jetzt seit circa einem Jahr. Und das war so ziemlich die Geburtsstunde, als nahezu zeitgleich die BRICS-Staaten dem US-Dollar den Krieg angeklärt haben. Wir sehen die US-Dollar-Dominanz, die ist immer noch über 50 von den weltweiten Transaktionen, aber dieser Petro-US-Dollar, das heißt der US-Dollar, der für Öl-Transaktionen benutzt wird, der Vertrag mit Saudi-Arabien ist jetzt ausgelaufen und der wurde erstmals nicht erneuert. Wir sehen die BRICS-Staaten, die eine unabhängige Währung vom US-Dollar haben möchten und wir schauen uns das jetzt zum Beispiel mal an. USD-Dominance, die ist immer noch relativ hoch. Ja, also da müssen wir jetzt nicht denken, dass auf einmal der US-Dollar zusammenbricht, aber ist auf jeden Fall schon weniger geworden. Hier, da sehen wir halt auch why BRICS, Brasilien, Russia, India, China, warum sie sich quasi da so ein bisschen gegenstecken. Wir sehen hier immer noch Share of Global Foreign Exchange Reserves 58%, Share of Export Invoicing 54%, Share of Foreign Exchange Transaction 88%. Das heißt also, der US-Dollar, der ist immer noch sehr, sehr groß, sehr, sehr gut, aber es geht halt deutlich nach unten. Ja, es geht deutlich nach unten und China beispielsweise versucht jetzt auch seine eigene Inlandswährung dafür zu benutzen. Das heißt, wir sehen ja, die Macht des US-Dollars, die geht langsam nach unten. Und dieser große,
Der große Knacks, der geliefert wurde, war eigentlich mit der Gründung der BRICS-Staaten, die jetzt schon ein bisschen länger da sind. Ich glaube, die BRICS war, wann wurde das? BRICS-Gründung war schon ein bisschen früher, 2009 wurde BRICS gegründet. So richtig Fahrt aufgenommen hat das aber jetzt erst im letzten Jahr 2022, als die großen Länder dann auch beigetreten sind. Russland, China und, ja, als sich das Ganze dann ein bisschen ausgeweitet hat und entsprechend dann Fahrt aufgenommen hat, dass dem US-Dollar der Krieg angesagt wird. Und genau zu diesem Zeitpunkt kommen die ETFs vor allem halt mehr im Vordergrund, weil das war die Vordergrundgeschichte, die geliefert wurde. Im Hintergrund wurde geliefert der, also quasi die BRICS-Staaten, die sagen dem US-Dollar den Kampf an, war im Hintergrund, und im Vordergrund war ja die großen ETFs und Bitcoin wird jetzt institutionell genutzt und alles wird geil und alles wird schön. Das ist ziemlich zeitgleich passiert und ich glaube, da steckt eine sehr, sehr starke Verbindung hinter. Lass mich gerne wissen, was du darüber denkst. Ich finde es sehr, sehr spannend, wenn wir uns darüber austauschen können. Meine Gedanken hast du jetzt und ich bin sehr gespannt, ob dir dieses Video hier weitergeholfen hat, sich einfach weitreichendere Gedanken dazu machen, oder ob du sagst, nee, das ist nicht so, und freue mich sehr über einen werthaltigen Austausch. Dein Dominik, bis bald, ciao, ciao.